Die Admira trägt auch nach Runde 15 die rote Laterne vor sich her und wartet weiterhin auf das Einsetzen des Trainereffekts. Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von Dein Verein gemeinsam mit Michi Konsel. Hallo, servus. Ja, Michi, wo ist er, der Trainereffekt, von dem man so oft spricht? Wo ist er? Er ist nicht sichtbar zumindest. Es ist noch nicht eingetreten. Es kann, wenn man es positiv sehen möchte, immer mehr besser werden. Also viel schlechter kann man nicht starten und jetzt geht es daran, irgendwann einmal schauen zu punkten, dass die Burschen auch wieder mental wieder in die Spur kommen, weil so viele Niederlagen und überhaupt keine Chance da ist, dass man irgendwann einmal ein Erfolgserlebnis hat, das ist schon ganz schwer. Ja, es hat dieses Wochenende die vierte Niederlage in Folge gesetzt, die dritte unter dem neuen Trainer Rainer Geier, und den haben wir mal besucht, um zu schauen, was ist denn das eigentlich für ein Typ? Wer ist dieser Mann? Eine Einschätzung. Am liebsten sollen das immer andere tun, ne? So, wer bist du denn eigentlich? Sollen das am liebsten andere tun? Aber wir wollen es von ihm selbst erfahren, denn... Jeder kann mich natürlich nicht persönlich kennenlernen und das ist jetzt natürlich schon eine gute Frage und auch keine einfache Frage. Ich denke schon, dass ich schon einer bin, der, wenn er was macht, dass er es richtig macht. Ich denke schon auch, dass ich Leute dann mitnehmen kann, ja, begeistern kann, führen kann. So. Rainer Geier, einer, der einst aus seiner nordbayerischen Heimat auszog. Eigentlich bin ich ein bodenständiger Typ. Eigentlich bin ich so von Grund auf bin ich eher so bodenständig. Bodenständiger Franke, der, wie ich so alt war hier wie meine Jungs, der auch immer wieder schnell mal nach Hause ist und so den eigenen Herd gebraucht hat. Um etwas Neues kennenzulernen. Co-Trainer unter Armin Fee in Hamburg, Frankfurt und Stuttgart. Das hat sich so entwickelt in meinem Leben mit den verschiedenen Trainerstationen in Hamburg, in Stuttgart und in Frankfurt. Und da hat sich meine Einstellung geändert. Auch die Einstellung dahin, dass ich sage, okay, mal ins Ausland und neue Herausforderungen. Und das finde ich jetzt spannender als das Bodenständige. Spannend. Das könnte es auch hier werden. Denn sein Start ernüchternd. 3 Spiele, 3 Pleiten, 4 zu 10 Tore. Es gibt viel Arbeit. Es bleibt nicht viel Zeit zum Akklimatisieren in seiner neuen Heimat. Ich bin hier auch schon mal in Mödling durch die Fußgängerzone. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich bin jetzt ein Mödlinger, aber ich kenne Mödling jetzt doch schon ganz gut. Habe auch schon eine Wohnung in Mödling angeschaut. So ein bisschen kenne ich mich schon aus. Die nächsten Aufgaben? Ermutigen, aufrichten. Und über allem steht sowieso eines. Ja, so Geduld, das gilt so für das ganze Projekt. Am Ende werden wir das schaffen, am Ende werden wir unsere Ziele erreichen. So Geduld mit der Mannschaft, so Geduld mit allen Mitarbeitern ist da, denke ich, ein guter Ratgeber. Und das Gefühl habe ich hier. Rainer Geier und seine Mission bei der Admira. Jetzt ist entspannt, die Arme verschränkt. So eine Mammutaufgabe, die kaum Raum für Entspannung lässt. Ja, soweit also der neue Chef in der Südstadt. Wie wirkt er auf dich? Ja, noch immer sehr entspannt, muss ich ehrlich sagen. Aber es ist natürlich so, dass man im Profigeschäft nie viel Zeit hat. Es müssen Resultate her, es muss die Stimmung wieder gehoben werden, sonst wird es immer schwieriger. Ja. Dann ist es einfach unheimlich schwierig zu arbeiten, wenn nicht das irgendwann einmal ein kleiner Lichtblick kommt. Er hat sich viel vorgenommen, viel Arbeit steht noch bevor, aber wie gesagt, irgendwann einmal braucht man Resultate. Er hat ja auch den Aspekt Geduld angesprochen, aber wie viel Geduld kann man denn haben? Jetzt sind es noch 3 Spiele bis zur Winterpause und danach auch nicht mehr viele Spiele, bis der Grunddurchgang zu Ende ist. Und der Abstand zu den Vorderen ist schon relativ groß. Ja, es geht natürlich alles sehr schnell und Geduld ist so eine Sache. Man darf natürlich die Nerven nicht verlieren, das ist klar. Es ist keine leichte Aufgabe, wenn man weiß, was es für Abgänge gegeben hat. Schwierige Situation.
Aber ja, man kann ihn erst beurteilen, wenn es wirklich dann, wenn man ihm einige Spiele Zeit gibt. Jetzt hat er mal 3 Spiele gehabt, die wirklich in die Hosen gegangen sind. Aber ja, ich glaube, es verdient sich jeder eine Chance. Ja. Geduld braucht man und es läuft eben nicht wirklich. Es hat die 3. Niederlage unter ihm gesetzt am Wochenende. Die Austria war ja zu Gast in der Südstadt. Erich Auer fasst das Spiel noch einmal für Sie zusammen. Zum ersten Mal in dieser Saison erzielt die Austria auswärts mehr als ein Tor. Das erste Minute 20 nach Ecke von Sachs trifft Kevin Friesenbichler per Kopf zum zweiten Mal in dieser Saison. Und die Admira kassiert das 10. Gegentor nach einer Ecke. Die Niederösterreicher scheitern in der Folge am holprigen Rasen, am guten Pressing der Austria, aber auch an der eigenen Passschwäche. Nur 63% kommen an. Die Austria führt zur Pause mit 1:0. Den Fans gefällt es trotzdem nicht so wirklich. Und das wird noch schlimmer. 10 Minuten nach dem Seitenwechsel. Markus Sahanek auf Miloš Spasić, der ist zum ersten Mal seit Runde 4 wieder mit dabei. Der Ball kommt lang und länger zu Pyry Soiri. 1:1, 55. zweites Bundesligator des finnischen Nationalspielers. Die Flanke war wohl eher für Bakic gedacht. Cuevas rückt so weit rein, dass Soiri so viel Platz hat. Ein Weckruf für die Austria, die dann mit Edom Wonji spielt. Seine erste Aktion ist es, diesen Freistoß rauszuholen, den Max Sachs prächtig zum 2:1 in Minute 64 versenkt. Andreas Leitner gibt sich die Schuld, sei es drum, die Austria gewinnt in der Südstadt mit 2:1. Und die Admira ist damit die einzige Mannschaft, die diese Saison noch keinen Heimsieg feiern konnte. Spielerisch gesehen, wenn wir das Ganze jetzt noch mal Revue passieren lassen, was war für dich die größte Schwäche? Ja, die größte Schwäche zieht sich schon ein bisschen so durch, auch seitdem der neue Trainer da ist, dass die Defensive einfach nicht konsequent, nicht konzentriert genug ist, dass man immer wieder bei Standardsituationen Probleme hat. Und das ist, glaube ich, das Erste, so, was man stabilisieren sollte, dass mal die Defensive steht. Und dann kann man wieder befreiter aufspielen. Das war ja immer so ein Plus von der Admira. Diese junge Mannschaft hat immer sehr befreit aufgespielt. Das fehlt. Also die Lockerheit ist abhanden gekommen. Wie findet man Lockerheit wieder, wenn es eben nicht läuft? Einfach, dass man daran arbeitet, dass man mal stabiler wird, dass man defensiv die Fehler abstellt. Und dann kann man sich nach vorne auch wieder was trauen. Aber zuerst muss man an den Basics hart arbeiten. Ja, die Enttäuschung, die war nach diesem Spiel natürlich groß. Stefan Zwierschitz und Rainer Geier geben uns einmal einen Einblick in, was da so nachher in den Köpfen vorgegangen ist. Ja, es ist eine sehr schwierige Phase zurzeit für uns. Wir lechzen noch ein Erfolgserlebnis. Wir haben heute, glaube ich, phasenweise ganz gut dagegen gehalten. Wir nehmen uns vor dem Spiel eigentlich vor, dass wir speziell die Schwächen, was wir in den letzten Spielen gezeigt haben, zum Beispiel bei Standardsituationen vermeiden wollen. Wir kriegen 2 Tore wieder aus Standardsituationen und wir müssen das schleunigst ändern, weil sonst werden wir in den nächsten Spielen genauso Schwierigkeiten haben wie in den letzten Spielen. Es waren viele Phasen dabei, wo man sieht, dass wir so auf dem richtigen Weg sind, und Phasen dabei, wo es die Jungs gut gemacht haben. Und die Austria hat es letztendlich bei 2 Standardsituationen eiskalt genutzt und das Spiel für sich entschieden. Aber die Phasen, wo wir unser Spiel so auf den Platz bringen, die Phasen gefallen mir. Der Trainer versucht also weiterhin positiv nach außen zu bleiben, muss er natürlich auch. Trotzdem, wo waren diese Phasen? Wo hättest du die gesehen, diese Phasen, wo man besser agiert hat, wo man das gezeigt hat, was er offensichtlich möchte? Ja, die Nerven darf er sowieso nicht verlieren. Die Phasen sind sehr wenig, wenn man sehr positiv sieht, natürlich. Das eine oder andere kann man schon mitnehmen, das muss man auch, weil sonst, man muss ja die Jungs auch aufrichten, man kann ja nicht nur immer alles Negative ansprechen und auf die Burschen draufhauen, das bringt gar nichts. Aber was die Spieler auch, was man so im Interview auch gehört hat, dass sie das auch schon erkennen, dass man einfach konzentrierter sein muss bei den Standardsituationen, ich habe es ja schon angesprochen, in der Defensivarbeit, da muss man einfach konzentrierter sein, das spielt sich sehr viel auch im Kopf ab. Und da muss jeder Einzelne an sich arbeiten und natürlich auch der Trainer und das Trainerteam da sehr viel Hilfestellung geben. Aber nur jetzt drauf zu haben, würde auch gar nichts bringen.
Ja, beide Gegentore also nach Standards gefallen. Und zumindest beim 2-1 war Andreas Leitner vielleicht nicht ganz unschuldig. Erich Auer hat es ja schon erwähnt in der Zusammenfassung. Hören wir uns an, was er selbst dazu sagt. Ja, ich glaube, dass es sehr bitter ist, dass wir das Spiel heute jetzt dann noch verloren haben. Wir haben wieder einen Rückschlag gekriegt, wieder durch eine Standardsituation, was uns alle irrsinnig ärgert. Aber wir haben dann wieder Charakter bewiesen, sind super zurückgekommen, haben ja, extrem hart gekämpft, dann wieder einen Rückschlag und die Mannschaft hat nicht aufgegeben. Also von dem her, Hut ab an die Mannschaft. Natürlich ist es bitter, dass wir dann so ein Gegentor zum 2-1 bekommen. Und ja, es hilft nichts. Ich glaube, wenn wir so korrigiert weiter auftreten und weiterhin so brav kämpfen und uns einhauen, dann werden wir auch die Punkte weiterhin machen. Beim 0-1 haben Sie die Vordermänner im Stich gelassen. Beim 2-1, was würden Sie sagen, zu wie viel Prozent geht das vielleicht auch auf Ihre Kappe? Ja, also wie gesagt, ich habe es jetzt danach noch nicht gesehen, aber ich glaube, also von dort darf ich nie im Leben ein Tor bekommen. Schauen wir mal. Ja, da siehst du, wir machen einen Schritt leider hinter die Mauer und von dem her, also geht das komplett auf mich, der darf da nie reingehen und ja, leider. Ja, nimmt er also auf seiner Kappe, du als ehemaliger Goalie, wie siehst du es? Zu wie viel Prozent war es seine Schuld? Ja, gibt's eigentlich keine zweite Meinung, darf man von dort nicht bekommen. Ja, es ist immer so die Schrittfolge, wenn man da einen falschen Schritt in die falsche Richtung macht, dann kommst du nicht mehr hin. Da muss man auch das besser einschätzen, abschätzen und ja, war sein Tor. Bitter natürlich, dass man es dann auch verliert, aber... Auch vom ehemaligen Kollegen Max Sachs, vielleicht hat er nicht damit gerechnet, dass der so gefreut ist. Naja, der müsste ihn eigentlich kennen, ja, aus dem Training, dass er das kann. Also deswegen vielleicht ja, ein bisschen verwunderlich, warum er sich da überraschen lässt. Ja, jetzt geht es dann nächste Woche weiter gegen Mattersburg, bei Mattersburg zu Gast. Ist es vielleicht ein Ansatz, dass man sagt, okay, diese drei Spiele, die jetzt noch übrig bleiben, man versucht die ohne möglichst großen Schaden zu überstehen und versucht das Ganze neu zu beginnen in der Winterpause? Ja, also jetzt heißt es mal bis zum Schluss noch Gas geben. Die Moral stimmt ja, also sie geben ja wirklich nicht auf, aber Fehlerabstein heißt es und ja, konzentriert arbeiten und dann, ja, vielleicht kommt das Punkterl oder die Punkte dazu. Ja, schauen wir. Wir würden uns freuen. Danke dir für deine Einschätzungen. Freue mich, wenn Sie auch nächste Woche dabei sind mit hoffentlich positiveren Nachrichten von Admira. Machen Sie es gut.